Herzlich willkommen zur 34. Folge Stardew Valley mit dem Felix. Guten Tag. Guten Tag. Ja, 5.500 hat das Ding nur gebracht. Das ist natürlich eine sehr frustrierende Ernte. Sehr, sehr frustrierend. Felix, bist du schon eigentlich Millionär? Schön wäre es manchmal, ja. Aber leider bei weitem nicht. Bei weitem noch nicht. Okay. Warum eigentlich nicht? Ich meine, Pflanzen wachsen auch nicht schneller als deine. Warum nicht? Wenn wir genau die gleiche Pflanze haben, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Nee. Ich glaube nicht, dass du Sonnenblumen hast. Oder Mais. Ja, aber die andere, die du am meisten eigentlich auch hast, habe ich auch. Welche ist denn das? Diese Heidel, blau, rot, was weiß ich, was für eine Beere das ist. Irgendeine Beere. Also wenn du eine Heidelbeere hast. Die wächst nur im Sommer. Dann halt, was weiß ich, du weißt, welche Beere du gepflanzt hast hauptsächlich. Weizen. Dieser Typ wird kein leichter sein. Ich hab Weizen, wirklich. Denk doch mal nach den Herzen zu gucken, wenn du da unten irgendwo mal erst. Ich bin dabei, es läuft sich bloß nicht so schnell auf einem 3 mm breiten Pfad. Mit einem Warum Shane nicht? vor einer Fresse. Davon abgesehen komme ich erst um 9 da rein, also von daher. Ich denke, du bist hier VIP und sowas. Du kommst überall rein. Noch habe ich Für nicht jede genug Geld dafür Tavernwalze. ausgegeben. Gold 400, Eisen Pro 105. Wanne. Pro Nugget, ne? Ja. Eisen 150, Kohle 150, Kupfer 75. Das ist alles, was du kaufen kannst, glaube ich. Ich will Iridium kaufen. Was kostet das? Existiert in dem Shop nicht, das gibt's nur in der Mine, wie gesagt, in der anderen Mine da. Ja, dann kauf doch mal Iridium oder sowas. Ich brauch das. Kauf dir selber. Also wenn ich mir hier so mein Wachstum angucke von meinen Bäumchens, dann Ja. weiß ich nicht, wie viel Abstand dazwischen sein muss. Da oben sind immer zwei dazwischen. Da vorne ist eins dazwischen. Ja. So toll. Ey. Bist du hier kaputt? Ist das hier verdorrt? Ach so, siehst du, warte mal, ich wollte. Ja. Wie finde ich jetzt heraus,
Ha. Ha. Interessant. Oh, ich glaube, ich habe die beiden Dings hier unten vergessen zu wässern, oder? Ach, die sind sogar erntereif. Vielleicht habe ich auch nicht vergessen zu ernten. Was ein Genie. Ja, was ist eine Eiche? Wie kriege ich raus, was das für ein Baum ist? Indem du ihn fällst und guckst, was für ein Saat rauskommt. Das ruhig ist. Du kannst auch googeln, also auf der Google-Seite von Stardew war das abgebildet Bilder von den Bäumen, aber wenn ich dir das jetzt versuche zu beschreiben, hilft es dir, glaube ich, genauso viel, wie wenn du es auf gut Hallo. Glück rausprobierst. Was hast du denn hier? Cool. Höhlenkarotte. Hirschensetzling. Also hier unten sehe ich halt echt nur diese. Das ist alles doch nur Tannen hier, oder nicht? Problem ist, ich habe jetzt die Bäume hier unten weggefällt. Hier wächst halt nichts mehr. Guter Vorteil und so, ne? Das ist echt blöd. Das war Aaron. Eichel. Aus einer Eichelbaum sollte ja auch Eichenharz rauskommen, oder? Wäre naheliegend zumindest, ja. Nicht das Zeug irgendwo. Richtig fällen. Ja, dann fäll ich die jetzt den Baum hier einfach mal. Mal gucken, wie der Baum aussieht. Ah, das war ein Eichenbaum. Dann setze ich das Ding mal dahin. Dann müsste das jetzt hier schon auch ein Eichenbaum sein. Theoretisch. Oh, der Bus ist da. Hallo. Harz essen? Nein.
Sollte erstmal wieder nach Hause laufen, ist schon spät. Geist hier auch aber echt an jedem Baum Harz, oder? Was? Einfach jeder Baum, der nicht auf unserem Hof steht, direkt ein Pott dran, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst damit machen soll. Mit den Ich brauche Bäumen halt oder dieses mit deinen Eichel. Harzpötten? Ja. Ich brauch halt dieses Eichelharz. Ist das Problem. Ich pflanze hier auch schon eigene Bäume an, aber die brauchen halt noch ein bisschen. Tucked into the bed. Ey. Gott sei Dank, Felix hat wieder irgendwas gekauft, also nicht verkauft. Sowohl als auch, ja. Und der hat ein Level Up. Das auch, ja. Was hast du denn für ein Level Up? Fishing, das, was ich seit Jahren versuche zu machen, so ungefähr. Oh, ich habe eine Ernte, wie toll. Dann sollte ich hier theoretisch auch eine Ernte haben. Hat er auch. Verdienst du jetzt wieder 1 Million? 11.000 oder sowas, ja. Wieso verdienst du 11.000, während ich nur 5.000 verdiene? Muss mal die Pflanzen zählen, die ich habe und die du hast. 130. Ich habe weniger, ich habe 120. Also 130 Ernte ist jetzt rausgekommen hier. Also jetzt nicht 130 Pflanzen. Ich habe 120 Pflanzen. Plus die drei, die noch von fürs Community Center sind. Wobei davon halt die Aubergine immer jetzt in Verkauf kommt, weil ich die schon reingepackt habe, aber immer nachwächst. Und bei mir sind 40, 60, 80, 100. 103, 105 habe ich. Bei mir 105 sind Pflanzen. 201 normal, 28 Silber, 29 Gold. 201 normal. Also wie viel hast du jetzt insgesamt dann? Knapp Musst nur eins davon. 250. Wollte gerade sagen, du musst nur eins in die Hand nehmen und hast unten die Gesamtzahl. Unten links. Nee, sowas machen wir hier nicht. Da. Kugelfisch Sommer, also jetzt nicht. Sandfisch können wir auch nicht, dafür brauchen wir es das andere.
Wie viel Sprengkraft hattest du jetzt? 15. Alter, wo hast du so viele Sprengkraft her? Von den 15 Goldbarren, 15 Silberbarren und den 15 gebrannten Quarz. Jetzt frage ich mich gerade, wo hast du Silber her? Dann halt Eisen, was weiß ich. Okay. Ist vor meinem geheimen Versteck, das wusstest du noch nicht. Hätte ich jetzt nicht so offen rausplaudern dürfen dann, ne? Nee, jetzt ist zu spät. Wo ist das? Verdammt. Kann ich leider nicht verraten, ich muss schnell noch was holen, ich habe was vergessen. Okay, ich muss mal ganz kurz. Wo bist du denn gerade? Auf dem Weg nochmal zum Haus zurück, um was zu holen. Okay, dann sage ich mal so, wo ist das Versteck? Von was? Und dann Silber. Sag ich nicht. Da, wo du selten reinguckst und ich immer beschwerst, wenn ich alles geklaut habe, weißt du? Dann muss ich mal ganz kurz auf deine Farben rüber. Weil dann hast du ja eh Monopol auf Silber. Dann fällt es dir auch gar nicht so schwer, mal ein bisschen Dings abzugeben, oder? So 10 Spengler oder so. Trauriges, mit meinen Ressourcen kann ich nochmal 4 Instant bauen. Dann fehlt mir aber auch das Eisen. Kiefernzapfen nicht. Kiefernzapfen waren das nicht, die ich brauchte. Was braucht man? Harz. Vor allem Harz in relativ großen Mengen. Standarddünger. Das Schöne ist, ich darf jetzt auf einen Regentag warten. Weil die ganzen Fische, die jetzt noch fehlen, entweder von Regen abhängig sind. Das Tolle ist, ich könnte jetzt drei Kupferbarren zu einem Eisenbarren umwandeln. Mit welcher Maschine? Oder womit? Einfach nur im Herstellungsfenster. Okay. Hast du das denn bekommen? Das Rezept. Keine Ahnung. Das sehe ich, habe ich gerade zufällig in meinem Crafting-Fenster gesehen. Bist du Mining 6 oder was? Moment. Nö, 5. Schöne Geschichte.
Und dieses komische Volksfest. Was ist mit dem Volksfest? Wann das Volksfest war. Kommt drauf an, was du mit Volksfest meinst. Das Volksfest. Sechzehn, okay. Warum macht man ein Volksfest auf dem Dienstag? Das ist ja wirklich Volksfest. Was soll denn das? Bitte, was ist das für ein Fisch? Chill! Oh, ich hab einen Fisch gefangen. Warum hab ich das. Weißt du, was ich gefangen hab? Eine Supergurke. Eine Kunkumba. Ja, richtig. Weißt du, wie viele Sachen die gibt? Eine Kunkumba. Rat mal, was die Super Cucumber als Energie und Lebenswerte gibt. Ja. 225 Energie und 101 Leben. Ist ein Okay. bisschen, ne? Ja, aber wo willst du damit hin? Zu dir. Die dir ins Bett legen, weißt du? Dann freust du dich auch wenigstens vielleicht mal. Ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Ja, aber so viel Leben hast du doch gar nicht, oder doch? Weiß ich nicht. Naja, wir sind aber am Ende der Folge angekommen. Okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.